Guten Tag, konnichiwa. Die Deutschen und die Japaner sind beide bekannt als fleißiges Volk. Aber wer ist fleißiger? Die Frage ist bestimmt nicht einfach zu beantworten. Bitte erlauben Sie mir deshalb in diesem Video meine persönliche Meinung zu äußern. Bei vielen YouTube-Videos kommen die Lösungen fast immer am Ende. Aber schon jetzt sage ich Ihnen meine Antwort zu der Frage, wer fleißiger ist. Meine persönliche Antwort ist, die Deutschen. Vielleicht ist die Antwort für viele überraschend. Sie sagen bestimmt, dass die Japaner als fleißiges Volk so bekannt sind und dass viele sogar wegen Überarbeitung sterben. Das mag vielleicht sein. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass die Deutschen fleißiger sind. Aber es gibt hier ein kleines Aber. Wie auch immer, ich erkläre Ihnen, warum ich so denke. Erstens, Renovierung. Ich kam nach Deutschland, als ich 24 war. Zuerst wohnte ich in einem Studentenwohnheim. Dann gründete ich eine Familie und mietete eine Wohnung. Bei Umzügen musste ich mich, ob ich wollte oder nicht, jedes Mal mit der Renovierung beschäftigen. Ich kannte Renovierungen in Japan gar nicht. Ich musste alles von Anfang an lernen. Für die Deutschen ist es ganz normal, selbst die Wände zu streichen. Viele legen sogar selbst Fliesen oder schleifen Holzbögen. Ich glaube, nur ganz wenige Japaner machen so etwas selbst. Zweitens, selbst ein Haus bauen. Ich kenne viele Deutsche, die selbst ihr eigenes Haus bauen. Sie arbeiten daran an ihrem Feierabend und sogar das ganze Wochenende. Viele Japaner trinken an ihrem Feierabend und schauen fern oder spielen Computer das ganze Wochenende. Natürlich gibt es, fairerweise gesagt, auch viele Japaner, die in diesen Zeiten etwas Sinnvolles machen. Der deutsch-japanische Musikkanal informiert Sie über Deutschland und Japan sowie ihre Menschen und ihre Musik. Bevor wir fortfahren, hören wir heute wieder das japanische Lied Furusato auf Deutsch Heimat. Das deutsch-japanische Kammerorchester Lemgo spielt das japanische Stück ausdrucksvoll. Diese Aufnahme ist im Übrigen mit der Unterstützung der Engelbert-Kämpfergesellschaft Lemgo zustande gekommen und wird von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen unterstützt. Thank you.
möchtens sich am Feierabend mit der Familie beschäftigen. Viele Japaner, insbesondere Männer, trinken an ihrem Feierabend mit Kollegen. Solche Leute kümmern sich um ihre Familie oft sehr wenig. Einige begründen sogar, das sei für ihren Beruf sehr wichtig und unerlässlich. Hat das aber überhaupt mit dem Fleiß zu tun? Meiner Meinung nach sind solche Leute, meistens Männer, nicht fleißig, sondern in nicht wenigen Fällen eher faul. Auch hier wird fairerweise gesagt, dass es auch viele japanische Männer gibt, die sich viel um ihre Familie kümmern. Zum Schluss kommt ein kleines Aber. Wenn es nur um den Beruf geht, sind sowohl die Deutschen als auch die Japaner im Allgemeinen sehr fleißig. Aber ich habe das Gefühl, dass der Beruf für die Japaner viel mehr bedeutet als für die Deutschen. Selbst wenn das so wäre, heißt es nicht unbedingt, dass die Japaner generell fleißiger sind als die Deutschen. Denn der Beruf ist nicht alles im Leben. Nun, zum Ende habe ich eine Bitte an Sie. Ich wohne schon seit 45 Jahren in Deutschland. Wenn es um Japan geht, könnte es eventuell sein, dass das, was ich sage, nicht ganz up-to-date ist. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Wenn Sie etwas updaten können, schreiben Sie es bitte in die Kommentare. Und schreiben Sie bitte auch Ihre Meinungen zu diesem Video in die Kommentare. Das war's für heute. Wir sehen uns bald wieder. Damit Sie nichts verpassen, abonnieren Sie bitte den Kanal. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, drücken Sie bitte den Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Sayonara!